Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte gerne mit dir zusammen auf eine Insel gehen. Ich möchte mit dir zusammen deine Insel suchen. Denn ich finde, wir brauchen in diesem trubeligen Leben, was wir alle führen, so eine Insel für uns. Und ich weiß, wir können nicht immer in den Flieger steigen und uns da irgendwo hinbeamen, sondern wir sollten versuchen, diese Insel in unserem Alltag zu finden. Also mal vorneweg, bei mir ist das so das Malen, was ich meine. Und dann suchen wir nachher nochmal gemeinsam, was das noch so sein könnte. Wieso mir das so wichtig ist, denn ich bin auch gerne unglaublich viel mit den Gedanken und mit meinem Tun, bei meinen Projekten, was ich da mache, das macht mir Spaß. Das finde ich auch alles gut. Aber ich habe das Gefühl, ich zerfransel da so ein bisschen. Thoreau nennt das etwas romantischer. Er wäre dann so wie Nebel. Und wie die Kälte es schafft, diese Feuchtigkeit in der Luft zu einer Eisblume zu formen, so denke ich, ist das auch so ein bisschen bei uns, dass wir wieder diese Konzentration brauchen auf uns selber, weil uns das Energie gibt, weil uns das Kraft gibt. Ich weiß, da am Rande spielt zum Beispiel dieses Entrümpeln auch mit rein. Ne? Was Entrümpeln befreit die Seele, womit befassen wir uns alles? Aber ich möchte das jetzt mal so auf unseren Alltag beziehen, gar nicht so auf Gegenstände, sondern auf unser Tun. Dass wir da so Inseln haben, wo wir wieder Kraft schöpfen können, wo wir wieder sagen, ja, das ist es, was mich ausmacht. Entschuldigung. Und wo wir wieder neue Möglichkeiten auch entdecken. Und da mal zu schauen, was kann das alles sein für dich. Ne? Zum Beispiel ein Spaziergang, wo nicht im Kopf die Projekte rumgeistern. Ich versuche mal zu ergründen, wie das bei mir mit dem Malen ist. Ich konzentriere mich da gar nicht so unbedingt auf, welche Farbe muss jetzt hier hin. Das mache ich zwar, ich male im Moment eigentlich mehr abstrakt als gegenständlich. Also da kommt das gar nicht so auf den Millimeter an oder so. Ich spachtel, also das ist also schon alles nicht so fein, sondern aber trotzdem bin ich bei der Sache. Trotzdem ist da Raum für mich, wo sich etwas entwickeln kann. Also vielleicht beim Stricken, beim Spazierengehen, beim Handwerken generell vielleicht. Ne? Wo könnte da für dich so eine Insel sein, die wir uns auch ganz bewusst manchmal holen? Also klar, bei mir fällt das Malen als erstes von der Tischkante, wenn das voll ist. Wenn da so viel los ist und wenn es so trubelig ist oder so, dann habe ich dafür keine Zeit, meine ich. Also uns da bewusst zu machen, dass das kostbar ist, dass das was für uns ist, was uns wieder Kraft gibt, was uns wieder Stärke gibt und was uns auch zur Eisblume werden lässt. Jetzt nehme ich nochmal das Bild von Thoreau. Und da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Suchen und beim Finden natürlich.